von einer klassischen OEM-mechatronisch getriebenen Entwicklung mehr zu einer Software-Company, wo das Thema Technologie auch mehr und mehr in den Fokus rückt. Also nicht nur Software-Technologie, sondern im Sinne Hardware-Software-Co-Design auch das ganze Thema Halbleiter, weil wir natürlich mit künstlicher Intelligenz die Themen Hand in Hand entwickeln müssen. Und das ist auch so die Herausforderung dann von den Skills, die wir dann für die Entwicklung benötigen. Also es reichen nicht mehr die reinen Spezifikateure, sondern eben die, die dann auch tatsächlich in der Implementierung, in der Entwicklung, in der Software, in Halbleiterauslegung auch entsprechende Kenntnisse mitbringen. Genau, es ist eine Hardware- und Software-Architektur. Also für mich geht es immer Hand in Hand. Früher hat man immer von einer klassischen E-E, also Elektrik-Elektronik-Architektur gesprochen, und die Software war immer so ein Randthema. Und jetzt eben auch in der Schichtenarchitektur, wie wir sie jetzt dann aufbauen, auf Anlehnung an auch die CE-Industrie, um eben das Thema entkoppelte Entwicklungszyklen entsprechend in der Hardware-Software berücksichtigen zu können, müssen natürlich da auch die einzelnen Ebenen der Architektur in der Entwicklung von Anfang an berücksichtigt werden und die Kompetenzen natürlich dafür auch an Bord sein. Also es reicht nicht nur, einen Spezifikateur oder eben einen Softwarearchitekten zu haben, sondern man braucht dann einen Hardwarearchitekten, E-E dann für so Gesamtsystemauslegungen und wenn man jetzt Richtung Systems Engineering schaut, eben dann auch im Sinne SOS, dann am Ende auch Backend, Third-Party-Verständnis, Gesamtproduktportfolio. Und da sind wir jetzt gerade dran, eben im Sinne der Transformation, da auch die neuen Entwicklungsstrukturen dafür aufzubauen. Das ist ein Begriff, den ich von Anfang an mitgeprägt habe, Thema Sustainability, eben wegzukommen von einer projektgetriebenen Architekturentwicklung, für jedes Fahrzeug wieder das Rad neu zu erfinden, hin zu einer echten Plattformentwicklung, sprich die Software führt nicht mehr die Fahrzeuge, sondern die Fahrzeuge bedienen sich dann aus dem Entwicklungsbranch der Softwareplattform, und darüber haben wir dann eben auch die Chance, eine inkrementelle Entwicklung zu betreiben. Sprich, ich kann nachhaltig auf dem aufbauen, was ich in der Vergangenheit entwickelt habe. Wie ich es beim iPhone kenne, da bekomme ich eben ein neues Update von meinem Betriebssystem oder neue Updates für das App, ohne dass ich da jetzt wieder von Anfang an anfangen muss. Und das gehört für mich da als nachhaltige Lösung letztendlich, ist das so der Grundstein. Die Lösung von der Carriot, sind für mich zwei Aspekte zu der Frage. Das eine ist, wir haben natürlich als Carriot im Volkswagen-Konzern die Chance, auf ein sehr großes Produkt- und Markenportfolio zuzugreifen. Sprich, der Marktimpact von unseren Lösungen ist natürlich wesentlich stärker wie jetzt bei anderen Herstellern, die ein wesentlich kleineres Portfolio oder eben Volumen haben. Bei uns jetzt knapp 11 Millionen Fahrzeugen im Jahr ist das natürlich dann schon ein gewisses Asset. Und das zweite ist eben der integrierte Ansatz, also eben nicht nur auf Software fokussieren, sondern eben auch das Thema SoC, Hardware Design, von Anfang an mit berücksichtigen im Sinne Hardware, Software, Co-Design. Und das ist für mich so ein Schlüsselelement, was sich zu den Aktivitäten bei manch anderen doch sehr stark unterscheidet. Für mich sind zwei Themen wichtig. Das eine eben Richtung Fokussierung in der Entwicklung, dass wir eben über das Safe-Konstrukt dann über die dedizierten Solution Trains unseren Entwicklungsmannschaften sehr präzise sagen können, an welchen Themen sie jetzt zu arbeiten haben und nicht heute hier und morgen da dann eingesetzt werden. Das zweite ist, dass wir eben im Hintergrund schauen muss, dass eben in der Transformation hier das große Startup Carriot hochzuziehen, dass eben die Sekundärprozesse, Infrastrukturthemen, IT,
Personalbeschaffung und alles, was dazugehört, eben möglichst schnell aufgebaut wird. Und da haben wir eben auch so einen Stufenplan genutzt, dass wir erst auf Infrastrukturen der Marken noch zurückgreifen konnten, dort Unterstützung bekamen und jetzt eben nach und nach dann immer mehr in die Eigenverantwortung gehen können. Das sind so die zwei wichtigen Aspekte, was das Thema Transformation angeht und eben da auch den Erfolg sicherzustellen dafür. Großartig. Danke.